Hallo und willkommen. Ich bin MK3, wie ihr seht, ist dann nochmal Zeit für Warframe. Und der eine oder andere wird jetzt nicht sagen, meine Fresse, wo bleibt denn überhaupt hier das Video zum neuen Deathstream? Ganz einfach, dann wenn die Entwickler meinen, sie müssten nochmal einen Deathstream machen, weil diese Woche ist der ausgefallen. Und obwohl ich es auf der offiziellen Seite jetzt selber nicht nachgeschlagen habe, kann ich mir sehr gut vorstellen, warum. Nämlich nächste Woche sind die ja auf der PAX und dort haben sie ein Panel und wollen was Neues, Großartiges erzählen. Womöglich mit so einem großen Knall. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Deathstream, in Anführungsstrichen, der eigentlich Freitag, also gestern, stattgefunden hätte, haben sie mal auf den Tag dann halt verlegt. Weil das macht in meinen Augen auch mehr Sinn. Weil wenn sie jede Woche versuchen, einen großen Knall aufzuschlagen, ey, das ist was, noch was wir Neues vorhaben, dann ist hier irgendwann auch mal die Luft raus. Das merkt man jetzt schon, wenn die alle zwei Wochen ihren Deathstream machen, merkt man doch so zwischendurch, ja, das habt ihr letzte Woche oder vor drei Wochen schon mal gesagt. Das ist jetzt nichts Neues. Aber wie dem auch sei, sie müssen ja immer mit was, oder wollen ja auch gerne mit uns was mit überraschen. Danke, Lotus. Und ich würde sagen, das hat sich alles ein bisschen jetzt eine Woche verschoben. Mein Gott, dann tue ich es halt dann sozusagen zusammenfassen, wenn es der Fall ist. Sofern die jetzt wieder auf Twitch übertragen, deren Aktion da bei der PAX, dann mache ich auch wieder dazu halt ein Video. Das wird ja, glaube ich, kein Deathstream dann in dem Sinne werden, sondern einfach nur ein PAX East Prime, whatever Video. Mal gucken, wie ich es nennen werde. Aber ihr werdet es dann erkennen, wenn es soweit ist. Vielleicht nenne ich das Deathstream, Dingenskirchen in Klammern, irgendwas. Ihr werdet es erkennen. Ihr werdet es auf jeden Fall erkennen. Gut, und jetzt ziehen wir noch ein bisschen los. Wir ziehen ein bisschen los, weil wir haben jetzt ein bisschen weniger Wolfram gespielt. Und ich würde sagen, ich erzähle wieder ein bisschen was. Und wir gehen einfach mal alleine hier so eine Sortie-Mission rein. Warum nicht? Warum nicht? Gehen wir mal alleine rein. Da habe ich ein bisschen mehr Ruhe, als wenn jetzt die ganze Zeit Leute mich rumspringen, die irgendwie einen Blödsinn anstellen oder hinter Türen verschlossen rumgimmeln. Oder vor allem den Juggernaut ständig herbeirufen, indem sie Gegner töten, in dem Moment, wenn er gerufen hat. Ne? Dann kriegt er diesen Buff und dann, wenn wir die Gegner dann umbringen, dann ticken die alle aus. Das muss ja nicht sein. Das muss ja nicht sein, in meinen Augen. Deswegen, komm, gehen wir mal ganz kurz hier einfach hinein. Wobei ich habe auch festgestellt, da wo die Assassination-Mission gerade gegen den Elefantis stattgefunden hatte einmal, hey, die Knarre. Wow. Ja, also Lex Prime, was hat die Löcher gemacht? Meine Fresse. Durchschlag for the win, sage ich nur, auch gegen Infizierte. Gut, werden wir mal unsichtbar und ziehen wir ein bisschen schneller los. Ein paar Sachen werde ich mich noch jetzt ergänzend jetzt sagen. Ich laufe so an allem vorbei, deswegen ist das eh völlig egal. Ich muss eh nur die Hive-Dinger zerstören. Also, gerade weil ich ja vor kurzem nochmal gesagt hatte, wegen dem Channel-Update. Also, ich habe jetzt ein paar Ideen. Womöglich werde ich hier tatsächlich alle Level mal durchspielen von, wie hieß es gleich nochmal von dem Spiel, was ihr jetzt auch womöglich jetzt am Freitag und am Samstag, wenn alles klappt, jetzt kommt nämlich der Schrei und gleich kriegen die alle diesen Buff. Und wenn ich jetzt anfange, alle umzubringen, dann kommt der Juggernaut. Und mal mehr, ich will keinen Juggernaut haben, wenn ich alleine spiele, weil der macht womöglich mal, der hustet mich wieder an und mich tot. Oder will ich nicht? Da will ich nicht, deswegen lassen wir den mal außen vor. Wir laufen aber zum nächsten Hive-Punkt, knallen hier die komischen Bubbles überall ab und damit der verwundbar ist, dann läuft die Sache. Gut. Also, was ich sagen wollte. Ja, also Vermintide wollte ich auf jeden Fall noch ein bisschen was weiter spielen. Einfach nur mal so. Mal gucken, ob ich mit Random-Gruppen das mache. Ich würde ja immer noch toll finden, wenn irgendjemand anderes das sagt, wir spielen immer in einer Gruppe. Wir sagen, hier, ich komme gerne mit, weil ich habe keine Lust mehr, mit Leuten zusammen zu spielen, die das Spiel erst vor zwei Minuten kennengelernt haben. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen irritierend für manche, aber ich meine, das macht halt nicht viel Spaß, muss ich sagen. Wenn man neben der rumläuft und die ganze Zeit nur stirbt. Das ist halt ziemlich. Habe ich eigentlich noch irgendeinen? Ja, einer fehlt noch, okay. Moment mal, wo das Geflatter immer ist, meistens ist das doch, oder? Immer wo das. Das ist so ein kleiner Hinweis vom Spiel übrigens. Da, wo es normalerweise so diese, ich sag mal, Fliegenschwärme rumhantieren. Normal da, so wie hier vorne. So wie hier die Dinger. Normalerweise da in der Nähe ist öfter mal auch tatsächlich dieses Teil, was man zerschießen muss. Aber hier war ich eben schon drin. Also kann es hier nicht sein. Müssen wir doch mal in die angrenzenden Gebiete hier laufen. Vielleicht ist es hier irgendwo. Vielleicht hier unten irgendwo. Vielleicht da? Nein? Okay. Weil manchmal verstecken die das super. Geh mal weg, du. Manchmal verstecken die das wirklich super und dann hängt man wirklich vor davor. Also wie gesagt, da wäre ich natürlich dafür, dass ich auch mal wirklich dann mit Leuten rumziehen kann. Oder ich muss einfach so lange aufnehmen, bis ich eine gute Gruppe habe. Das kann natürlich auch passieren, dass es ein bisschen länger dauert. Okay, ich muss in die andere Richtung mal laufen, weil hier vorne aber nichts. Vielleicht hier hoch. Vielleicht hier rum. Vielleicht da rum. Aha! Gott, das war gut versteckt. Da muss man sagen, das war wirklich ein bisschen weiter weg von der ganzen Geschichte. Das war jetzt wirklich schon ein bisschen trickreicher zu finden. Wie gesagt, manchmal
Manchmal versteckt das Spiel halt unfassbar gerne und gut vor allem. Gut, muss man sagen, vor allem. Und dann sucht man in Hive hier sich absoluten Wolf. Vor allem, wenn man versucht, dabei zu reden und zu suchen gleichzeitig, das ist nicht ganz einfach. Nicht ganz einfach. So, ziehen wir mal weiter los. Ja. Aber wie ich schon meinte, das ist auf jeden Fall eine Sache, da ich auf jeden Fall alles mal durchzeige, weil es gibt ein paar Level, die sind unfassbar geil, auch optisch. Und dann sagt man, wow, ist das fett. Ja, also wirklich Doppel-Ausrufezeichen, fett, fett. Also es ist so cool designt an manchen Stellen. Nicht an manchen Stellen, eigentlich generell. Die Level sind eigentlich relativ gut, durch die Bank eigentlich gut designt. Nur man muss auch mal Gesicht zu Gesicht bekommen. Nicht nur hier in die Horn of Magnus Quest. Weil die meisten Leute, wenn sie das Spiel anfangen, durchaus öfter auch spielen. Mit gutem Grund, weil dann gibt es halt immer diverse Items ja auch immer. Ne? Loot und so weiter. Wo er erstmal neue Waffen kriegt. Ah, das ist das letzte Ding. Gut. Läuft. Now quick! Shoot with your shotgun, man! Ja, mach ich das schon. Ich habe auch gleich keine Energie mehr und ich bin gleich sichtbar. Das heißt, wir stellen uns mal kurz hier von hin. Machen Fupp. Und unsichtbar. Gut, gut. Und wir schießen euch über den Haufen, weil wir es können. Also, das wollte ich jetzt weiterspielen. So, jetzt haben wir das erstmal abgehakt. So, das wollte ich weitermachen. Dinge, die ich sonst noch anfassen wollte. Ich habe jetzt nochmal angefangen, Starcrawlers zu spielen. Das ist sozusagen. Für Leute, die Wizardry 8 mal gesehen haben, so in der Art. Also man läuft quasi so eine Art als Block, als Gruppe durch die Landschaft, aber das ist ein neues Spiel. Es ist kein altes. Es ist tatsächlich, ist auch noch im Early Access. Das hatte ich mir zwischendurch mal geleistet. Fand ich nämlich sehr toll, das Spiel. Und es hat mehr so, das jetzt sozusagen mit einer Gruppe von Leuten, die ein Schiff sozusagen scavengen. Also die laufen auf dem Schiff drauf und wollen halt da looten gehen auf dem Schiff. Sowas, so eine Gruppe seid ihr von Leuten halt, von über Soldaten, über Bounty Hunter und auch Psyker und alles mögliche, lauft ja dann da rum und mäht alles mehr oder weniger nieder und lootet, was das Zeug hält. Und es gibt dann natürlich auch eine Questline zwischendurch, die gar nicht schlecht ist. Das ist ein cooles Spiel. Es ist ein bisschen langsamer, muss man dazu sagen. Es ist rundenbasiert natürlich alles, deswegen, der andere will jetzt sagen, ist ja langweilig. Ja, aber es ist cool, weil manche Kämpfe sind scheiß schwer, wie ich schon gut durchaus feststellen durfte. Also das war meine Idee, dass ich zumindest das nochmal anspiele. Mal gucken, wiefern das Leuten gefallen. Ich meine, ich muss das jetzt nicht in eine riesen Serie daraus machen, aber ich mache einfach mal ein paar Folgen und dann könnt ihr mal sehen, wie das so ist. Ich hatte es damals auch schon mal sozusagen gefeatured auf meinem Channel. Ist ja nicht so, dass das jetzt völlig neu und unbekannt wäre. Wo zum Henker ist das letzte Teil hier? Ich laufe hier wirklich wieder durch die letzte Pampa hier. Und möglich ist danach wieder, wo völlig. Vielleicht auch da. Vielleicht. Oh, und vielleicht einer hier unten drin? Vielleicht hier unten drin? Nee? Echt nicht? Ich könnte durchaus einen Scanner auspacken, weil ich habe festgestellt, zwischendurch mit dem Scanner kann man auch manche Sachen besser erkennen. Aber nur manche, nicht alle. Also ja, Starcrawler, das werde ich auf jeden Fall noch. Ah, hier ist es doch. Starcrawler werde ich auf jeden Fall mal reinziehen nochmal mir. Und. Beziehungsweise ich ziehe es mir die ganze Zeit rein, deswegen. Dann zeige ich es halt nochmal. Das war eine Sache, die ich jetzt mir überlegt habe. Womöglich wird zumindest ein der Random Friday Video tatsächlich nochmal Meshwarrior dann aufschlagen bei mir. Ich habe mich zwar immer dagegen gewehrt, dagegen wie ein Wahnsinniger. Allerdings, sofern ich jetzt nicht gerade was erkenne, wo ich jetzt sage, wie das ist ein guter Grund, warum ich es trotzdem nicht zeige. Aber normalerweise würde ich da ruhig auch schon mal ein Video von machen, damit wir es einfach mal durchhaben. Aber sagen können, ja, wir haben einen Mech-Shooter hier auch wieder dabei. Wo ist kein Mech-Shooter? Upsala. Was ist da denn hier? Wollen mich verarschen hier? Das ist nicht nett. Das ist ja knapp kalkuliert, das hier überall. Die Teile? Himmel. So, jetzt sind wir gleich raus. Den nehme ich noch mit. Also Mechwarrior gucke ich mir vielleicht bei Random Friday nochmal an. Ich hab noch zwei andere Sachen, die ich für Random Friday machen könnte, weil ich dafür Keys mal zwischendurch gekriegt habe. Aber das ist sehr trickreich, sehr trickreich. Das eine ist nämlich ein Rollenspiel, was ziemlich lange dauert, wie ich den Eindruck gewonnen habe langsam. Und das andere ist ein Spiel, was noch lange nicht fertig ist. Deswegen sage ich mir so ein bisschen wie, ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich werde die Namen jetzt auch nicht nennen, bevor Leute sagen, ja, vergiss es. Oder ja, mach es auf jeden Fall. Also, ne, rette ich mich selbst noch kurz. So, die Mission 1, schon mal Daumen hoch, das habe ich schon mal hinter mir. Leider kann ich danach nicht alleine machen, weil muss ich leider. Es ist Excavation, also Ausgrabung sind die nächsten beiden Missionen, deswegen habe ich schon völlig die Klatsche gekriegt, wo ich dachte mir so, oh mein Gott, warum? Oh, Excavation, und das ist noch radioaktiv, weil das dabei. Nee, sorry, da können wir dich Schleicher nicht mitnehmen, das macht keinen Sinn. Ich meine, wenn andere dabei sind, aber das sind halt Infizierte, das kann ich alles vergessen. Puh, Manchu. Ich würde sagen, wir nehmen. Es schießen nicht so viel auf mich, nehmen wir eine Ember Prime. Yeah. Mit ihren Noble Stance. Ich muss sagen, manche von diesen Stance, also von diesen Haltungen, muss ich sagen, da sehen die Charaktere plötzlich
irgendwie ein bisschen anders aus. Gerade weil sie ein bisschen verdrehter wirken und so ein bisschen mehr so. Ja, besser sehen die einfach aus. Das würde ich einfach mal sagen. Wenn man das normale gewöhnt ist, dann sehen sie einfach mal besser aus. Ne? Ja. Gut, ziehen wir mal los. Aber das mache ich jetzt nicht alleine, weil dann wäre ich ja schön bescheuert. Machen wir ruhig als Gruppe, weil Ausgrabung. Mal gucken, wie wir kriegen. Mal gucken vor allem, wie lange es dauert, bis ich eine Gruppe gefunden habe. Wie es aussieht, dauert es überhaupt nicht lange. Ausgezeichnet. Es sei denn, der Chef bricht gleich wieder ab. Level 65 bis 80. Ja, das kommt hin. Excavate. Die Ausgrabungsmission hier manche. Gerade wenn das. Wenn die Gegner alle schießen können. Oh mein Gott, was ist das fies teilweise? Teilweise wohlgemerkt, ne? Ich meine, gerade bei den Korpus, dann liegt man auf einmal Dreck und denkt sich, was hat mich bitte gerade getroffen? Also man läuft völlig voller Lebenspunkte, man hat nicht jetzt einen Gegner, der einen offensichtlich beschießt, irgendwo Schane ein, der hier diese komischen, ich sag jetzt mal, Drohnenbomben an den Kopf schmeißt, diese kleinen Würmer, hätte ich beinahe gesagt. 1000? Nee, ist klar. Nee, ist klar. Nee, ist klar. 1000. Oh, nehmen wir schon mal was mit. 1000. Lächerlich. So. Yeah. Gute Lex Prime hier. Oh, das. Ich wollte eigentlich Gas geben darüber und nicht irgendwie jetzt so einen Halbsprung da runter jumpen. Gehen wir lieber weiter. Gehen wir weiter hier. Ist vielleicht besser. Ja, komm, geh mal weg, Vogel. You're all gonna die! Ah, komm, ich geh oben in die Ruhe. Abgegeben, läuft. Gut. Also, das sind die Sachen, die mir jetzt ein bisschen vorschweben, was ich so demnächst vorhabe. Ich habe immer noch ein anderes Spiel, immer noch ein Mac-Spiel, wo ich Zugang zu gekriegt habe. Und ich muss sagen, das ist nicht schlecht, aber ist leider weit, weit, weit weg von dem, was ich fertig nennen würde. Da habe ich vor einem Monat mal was von gesagt. Ja, ich habe schon Zugang dafür gekriegt, nachdem ich die Leute zu Tode genervt habe. Und muss sagen, es ist leider noch so weit weg von fertig sein. Obwohl die Steuerung und alles, das funktioniert alles wunderbar. Nur man denkt so ein bisschen wie, es ist noch nicht schön. Sagen wir mal so, es ist wirklich noch nicht schön. Wisst ihr was, ich bleib einfach hier stehen und halt die Festung, hätte ich fast gesagt, ich halte das hier ein bisschen alles auf, weil ich hier die Tür offen halte, dann kann wenigstens von hinten keiner spawnen, so ohne weiteres. Es sei denn, von der Ecke, die ich nicht sehen kann, von hier, weil die Tür da hinten war eben zu, habe ich gesehen. Egal. Halt mal ein bisschen die Stellung, halt mal ein bisschen die Stellung. Und dann kann nichts passieren. Läuft. Speedkill kriege ich früher oder später schon noch hin. Da ist eine Sackgasse, Junge. Du brauchst dann viel. Ah, okay, du machst die Schränke auf. Mach ruhig. Ich guck mich zwischendurch um. Also, das sind die Sachen, die mir jetzt ein bisschen vorschweben. Factorio habe ich auch noch ein bisschen was angefangen. Nächste Woche wahrscheinlich kriegt ihr davon was zu sehen. Oder vielleicht morgen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich das mache. Aber hey, sobald es aufschlägt, ist es soweit. Ich habe auch so extra schon Blood Bowl 2 wieder installiert. Hoppala. Blood Bowl 2 wieder installiert. Aber es ist noch nicht der Fall, dass wir. Weg. Dass wir die neuen Rassen haben. Ich würde gerne wirklich die neuen Rassen, wenn dann, losstürmen mit, weil. Wir können natürlich auch noch mal ein paar Spiele mit den Zwergen machen, so ist es ja nicht. Aber eigentlich wollte ich wirklich. Ich wollte eigentlich wirklich losziehen nochmal. Damals in Blood Bowl 1 habe ich sehr oft mit Untoten gespielt und das fand ich halt super. Wir sind übrigens hier fertig. Wir sollten weitergehen. Boah, wir sind langsam. Weiter, Tschalla. Da ist er. Ja, guck mal, das ist. Egal, ist er weg. Ich wollte wirklich eigentlich loslegen, wieder sobald was Neues zu sehen ist, weil so cool das ist. Ey, da bin ich damit. So cool es ja immer ist. So cool ja alles ist von Blood Bowl, aber irgendwann sagt man sich auch so, ich möchte gerne jetzt mal auch gegen andere Gegner antreten, weil auch gerade wenn man Untot als Gegner hat, das ist, hat man ein anderes Gefühl. Das ist ein anderes Gefühl und, wobei, weißt du was? Burn them to ash. Das ist mal eine gute Idee. Einfach verbrennen alle. Yeah. Boah, ich dachte gerade, what the fuck ist das denn da? Aber nein, ist alles gut. Ich schau doch zu schnell nach mit der Knarre, da hatte ich eigentlich genug Schuss. Rutschen, abgeben. Yeah! Ausgezeichnet. Juhu! In your face! In your face! In your face!
Oh, den Jofeld. Oh, wait, den habe ich nicht gekillt. Oh, jetzt ist er doch tot. Macht nichts. Läuft. Oh, wait, immer 20 Punkte. Immer 20 Punkte, warte ich lieber noch ein bisschen. Ah, jetzt könnte ich abgeben. Es sei denn, jemand anderes springt da schnell hin. Nein, nicht. Dann mache ich's. Nein. Läuft. Da haben wir so lange tot wieder nach. Das ist schön, wie sie rumfliegen. Patsch, patsch. Yeah. Ein paar Punkte hier kriegen. Ja, gut, finde ich es nicht. Aber ich nehme es trotzdem. Ja, aber das kommt, das kommt. Also für Leute, die sagen sich, oh Mann, spiel nochmal Blood Bowl. Ja, ich habe euch erhört. Alles wird geschehen, wie ihr es wünscht. Beziehungsweise wie ich es wünsche am Ende des Tages. Aber ihr werdet dafür auf jeden Fall was haben, was euch gefällt. Sagen wir lieber so. Wahrscheinlich. Es wird stylisch, es wird brachial und ich werde womöglich tierisch auf die Fresse kriegen, wie immer in dem Spiel. Aber womöglich, vielleicht seid ihr auch so Sadisten, die sagen, hahaha, ihr verkackt, boah, da regt er sich auf, oh, ist das toll. Vielleicht seid ihr ja so auch drauf, wer weiß. Nicht, dass ich unterstellen sowas will, aber es gibt halt genug Leute, die mich auch sehr gerne damals gesehen haben, wo ich versucht habe, FDL zu spielen, was meistens ein Desaster war und ich habe verloren. Es gibt halt Leute, die sagen, man, dich beim Verlieren zuzusehen, ist cool. Wobei, das, naja. Das müssen wir nicht ausbauen. Das müssen wir nicht ausbauen. Gut. Sonst könnte ich jetzt sagen, oh, wir wollten nicht verlieren sehen. Müsste ich ja, oh, halt, stopp. Müsste ich ja nur anfangen, Dark Souls zu spielen, weil ich noch nie gespielt habe. Das wäre ein Desaster. Nein. Nein. Aus. Das fangen wir nicht so schnell an. Das fangen wir nicht so schnell an. Da müssen erst noch ein paar Sachen passieren, glaube ich. Aber ja, nee, dann habe ich wenigstens was ich auf jeden Fall euch zeigen kann. Also das sind die anderen Sachen, die ich vorher vorgeschlagen habe, wo man angedacht hatte, erstmal so ein bisschen vom Tisch, so ein bisschen. Oh, jetzt gebe ich lieber was ab. Ist zwar jetzt unsinnig, weil von der Zeit her jetzt eh gereicht, aber was soll's. Oh ja, und zwischendurch werde ich auch ein bisschen was zeigen, was ich so getan habe in Pass of Exile. Da habe ich auch wieder sehr viel Unsinn getrieben. Vor allem, ich habe von allen möglichen Leuten diverse Builds mir reingezogen. Also was man alles machen kann. Warum laufe ich nicht dahin? Ach ja, reden und spielen. Ja, da war was. Egal, wir haben ja neue Dinger gekriegt. Ist ja egal. Nehmen wir hier so ein Ding wieder auf. Passt. Jetzt gehst du nicht wieder hin. Geh nicht dahin. Geh nicht aufs Licht zu. Geh woanders hin. Okay, läuft. Gut. Naja, schreit nur ihr Viecher. Geht alle drauf. Ja, wie gesagt, Pass auf Exile, neue Builds habe ich da diverse probiert. Und eine Sache habe ich jetzt festgestellt. Eine Sache, die jetzt nicht schlecht ist, aber eine Sache, die hat mir öfter aufgefallen, das möchte ich einfach mal sagen. Und das ist dann der Tatbestand sozusagen von den meisten Builds, die gehen meistens um einen Skill rum und sagen dann, ja, du benutzt nur den Skill, um Leute zu killen, beziehungsweise eine Kombination von, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen maximal zwei Skills. Oder der eine Skill sagt, ja, der Typ verliert jetzt die ganze Zeit Lebenspunkte und der andere, wenn einer aus einer Gruppe sterben soll, dann platzt der und dann macht der andere außenrum Schaden und die anderen haben selber so ein Enchantment drauf, man fliegt halt mit auseinander. Das ist also Kettenreaktion und Einspruch zum Auslösen. All sowas kann man machen, aber das finde ich jetzt alles nicht spannend. Eigentlich möchte ich so gerne was haben mit Get Down. Eigentlich möchte ich was haben, ein bisschen mehr was Spannendes mit Schokolade und was zum Spielen. Also jetzt ein bisschen. Was jetzt nicht nur ein Skill hat, weil da habe ich ein paar sehr coole Builds hier auch gesehen und benutzt, auch ehrlich gesagt. Und die finde ich auch toll, aber das ist jetzt. Ich habe jetzt einen Earthquake-Krieger mehr gebaut oder einen nur mit Frostblade, der rumhantiert. Das ist einmal schön anzusehen. Und irgendwann sagst du so wie, ja, können wir noch was anderes machen außerdem? Weil ich habe das jetzt alles schon ein paar Mal gesehen und eben man sieht sich an den Skills auch satt, muss ich sagen. Und dann möchte ich eher gerne was hin und her benutzen. Und das ist bei dem Spiel eher ein bisschen schwieriger, weil die meisten Sachen ja doch ein bisschen abhängig voneinander sind. Jetzt nicht vollkommen, aber ihr wisst, was ich meine. Dann sagt man sich so, ja, weil am liebsten hätte ich jetzt sowas wie, ne? Dass man sagt jetzt, oh, heute, wenn ich einlogge, benutze ich die Fähigkeiten. Da muss ich sagen, da hat dann Diablo vielleicht den Dings der Zeit erkannt, sagt dem Motto, oh, willst du heute mal nicht Feuermagier spielen? Kein Problem. Skill oben auf Eis. Ohne, dass da jetzt ein kompletter, riesenlanger Talentbaum dran klebt. Was ja durchaus bei Pass of Exile der Fall ist. Ich meine, natürlich kann man manche Skills, die ähnlich veranlagt sind, auch benutzen. Aber ich meine, ne? Man tut's halt nicht. Ich glaube, wir brauchen noch nichts mehr abgeben. Das läuft hier. Ich kann mich einfach hinstellen und grinsen. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob sie grinst, aber wahrscheinlich tut's es. Unter ihrem Klamotten-Dingens da und so. Lacht sich ständig kaputt. Wenn die ganzen Gegner diese wegflamed. Der Running Gag wieder mit dem Flame, naja.
Ja, du Arsch, weißt du, das ist ein Motto. Kampfflamer hier. Das ist der schnellste Reddit-Schreiber aller Zeiten oder vielleicht auf Twitter vielleicht. In Wirklichkeit ist Ember hat einen Twitter-Account und tut die ganze Zeit Leute hier zu Tode flamen. Who knows? Who knows? Kann ich mir alles vorstellen. Kann ich mir alles vorstellen. In Worten, ich kann mir viel vorstellen, auch das. So, wo muss man eigentlich hin? Da runter? Okay, kein Problem. Schlittern und schießen, schlittern und schießen. Boah, ich sehe gar nichts mehr. Einfach durchrutschen. Gut, läuft. Auch du, weg mit dir. Ausgezeichnet. Aber falls mir noch was anderes Gutes einfällt oder auffällt oder irgendwas bemerke, wo ich sage, oh, da möchte ich auch noch was machen, dann werde ich es einfach tun. Und dann werde ich sofort sehen, oh mein Gott, er hat es getan. Er hat irgendein Spiel sich wirklich, tatsächlich wirklich mal wieder gekrallt und ist einfach mal ein bisschen mehr gespielt. Was ja doch durchaus mein Credo ist. Jetzt nicht ständig, aber ich meine, wenn eins sehr, 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 sehr gut ist, dann muss ich sagen, oh, das muss man einfach mehr als einmal spielen. Boah, Ausgezeichnet. Alles sieht gut aus. Boom. Ha. Explosions. Mehr Explosions. Schön. Sehr schön. Und ja, ich habe natürlich alle eure Comments gelesen oder im anderen Video, wo es hieß, wo ich aber sagte, mach mal Vorschläge. Da waren ein paar interessantere bei, die ich auf jeden Fall jetzt nicht jetzt völlig ignoriere. Aber ich meine, also ich habe es dabei geschrieben, so ein bisschen, ne, ich weiß nicht. Und dann sag ich mir so, ja, das könntest du eigentlich machen. Da spricht eigentlich nichts dagegen. Nur es ist, passt vielleicht nicht gerade so ins Line-Up von Spielen, die ich spiele. Weil ihr wisst ja, also das wisst ihr nicht alle, aber ein paar von euch, die natürlich mich schon ein bisschen länger sehen, wissen ja, dass ich gerne spiele so aus allen Facetten. Jetzt nicht unbedingt, dass ich Rennspiele anfange, das glaube ich wird nicht passieren. Aber es gibt halt manche Spiele, wo ich sage, oh, dazu hätte ich nochmal Lust. So ein bisschen Echtzeitstrategie oder dann ein bisschen mehr Action. Ein bisschen mehr Leute abfackeln gehen oder irgendwas. Irgendwas ein bisschen mehr, oh mein Gott, wo schieße ich denn hin hier? Treff mal hier mit deinem Shit. Bam. Headshot. 22.000 Crit. Boah. Der war aber weg. Jetzt habe ich Giftaura am Start. Warum? Oh, er hier. Shit, shit, shit. Von vorne schießen, nicht von hinten. Das ist bestimmt der Giftschaden mehr. Weißt du, ich gebe jetzt weg von dir, bevor ich gekillt werde. Noch 6 Sekunden. Oh, ich verreck gleich. Nein, warum? Ah, irgendjemand hat eine. Typischerweise eine Regenerationsaura am Laufen. Ah, gut, gut, gut. Aber ein bisschen drüber, okay. Yay, durch. Punkt F. Ich komme schon, Jungs, ich komme. Ich habe auch was dabei. Hier, läuft. Ich weiß nicht, immer Warframe ist für mich sehr entspannt zu spielen, muss ich sagen. Ist immer sehr, sehr entspannt zu spielen, weil ich muss darüber sehr wenig nachdenken. Wenn man es lange genug tut, dann ist das fast wie, keine Ahnung, Meditation für mich. Kampfmeditation in dem Falle. Rumlaufen und Spaß haben. Yeah. Vielleicht sollte ich auch einfach mal angewöhnen, vielleicht mehr Serien so tagesweise zu spielen. Also so zum Beispiel, keine Ahnung. Für Freitag habe ich mir immer gedacht, dass wir sowas für Random Friday machen, wo ich immer neue Spiele eigentlich mehr auspacke und die immer an- oder anspiele halt. Oder irgendwas Sachen, die ich halt schon länger rumliegen habe und einfach mal präsentiere nochmal. Da könnte ich auch zum Beispiel Mass of Orion euch mal zeigen. Ja, die alten Teile. Mass of Orion 1. Ja, die habe ich alle in X-Fahrer Version rumliegen. Oder Mass of Orion 2. Wobei, es sieht, muss sagen, es sieht nicht mehr so geil aus wie früher. Es sieht wirklich nicht mehr so geil aus wie früher. Ich meine, gut, ich meine, es sind ein paar Jahre rum. Das ganz neue Mass of Orion, muss ich sagen, ich weiß nicht, das ist noch nicht ganz da, wo ich es persönlich gern haben möchte. So ein paar Sachen finde ich gut, ein paar Sachen finde ich ein bisschen wie, meh. Weil ich natürlich gehört habe bei der englischen Fassung, wo ich dachte so, what? Wo ich sehr erstaunt war, wen sie da alles als Synchronsprecher sich geholt haben. So Mark Hamill. Jetzt werden die Leute nicht wissen, was Mark Hamill ist vielleicht, aber das ist der Typ, der damals Luke Skywalker gespielt hat. Oder auch der jetzt bei den ganzen englischen Fassungen zum Beispiel den Joker, glaube ich, vertont hatte bei Arkham, bei den Arkham-Spielen, genau. PC-Spielen, nicht wahr? Oder Konsolenspielen, ist eigentlich egal. Da war Mark Hamill in der Regel. Ups, wir haben wieder genug Energie. Mark Hamill war in der Regel, der den Joker sozusagen vertont hat im Englischen. Das war sehr, sehr fett, was er gemacht hat. Deswegen ist es cool. Dann, glaube ich, Worf von Star Trek, glaube ich, war einer der Synchronsprecher da. Also jetzt natürlich englische Stimme wie immer.
Und also Typen, wo ich dachte, wow, wirklich? Sogar Q, der Typ, der den Q gespielt hat, hat sogar eine Rolle gekriegt. Ich, what, wirklich? Cool, also eine Rolle. Eine vertonten, rassemäßig, da. Bei dem neuen Master Roll. Da sag ich mir so, wow, das ist echt mal fett. Ich kann mir nicht vorstellen, oder sowieso, ich habe mir noch nicht nichts darüber angesehen, wie das im, ob die deutsche Fassung auch dann so namhafte Schauspieler einfach mal hat. Ich weiß es jetzt nicht. Ich meine, ich würde es toll finden. So ein paar Leute leider leben ja nicht mehr, die eine ultra krasse Stimme hat im Deutschen, muss ich sagen, wo ich dachte, oh, den kannst du immer hören. Mal davon leben ja leider nicht mehr. Aber das ist halt der Lauf der Dinge. Aber muss mal gucken, vielleicht machen sie im Deutschen auch eine richtig total mega krass fette Sprachausgabe hin, aber darauf würde ich jetzt. Tot. Da würde ich jetzt nicht unbedingt mich drauf verlassen, aber wir müssen wieder rüber. Ja, ah, wir sind hier. Ne, ich dachte, wir sind hier vorne wieder. Nein, der Typ hat immer noch seine Eisbubble hier stehen lassen. Aber ich muss sagen, gerade jetzt nochmal, um auch ein bisschen was zu Warframe noch zu sagen, wo wir ja nicht nur über anders anreden. Ich muss sagen, gerade für mich, gerade wenn man auch gegen die Typen kämpft, wenn man die gerade Durchschlagsschadensarten von Waffen hoch genug schadenmäßig macht, muss ich sagen, ist momentan meine Lieblingsschadensart. Warum? Die Gegner wollen mehr Panzerung haben, kein Problem, schieß durch, weil Durchschlag. Und da sag ich mir so wie, yay! Moment, ich bin da vorbeigelaufen, wirklich? Geh mal weg. Wirklich dran vorbeigelaufen, wirklich, seriously. Wobei, ja, muss wohl. Ach, da vorne, habe ich gar nicht gesehen. Meine Herrschaft. Ups. Abgegeben, läuft. Au, auf mich zu schlagen hier. Was soll er denn? Mal kurz mal hier meine Mana-Rack-Geschichte anschmeißen. Yay! Operator of Doom! Ausgezeichnet. So, Mana-Rack. Kurz ausmachen. Das müsste ich gleich sehr, sehr schön mit meiner Mana wieder auffüllen können. Super, ausgezeichnet. Warte noch ein paar Sekunden und dann ist das alles perfekt. Genug Energie, Mana, Slash, naja, um alles hier abzufackeln. Yeah! Sehr schön, sehr schön. Ist hier vorne noch jemand, der mir auf den Keks gehen kann? Ja, du. Bam, in your face. Ja, eine Explosion von mir. Yep, yep, yep. Du, gehst weg, danke. Ah ne, das ist wirklich eine super Schadensrichtung. Und danach muss ich sagen, komm, Schnittschaden. Schnittschaden auch. Hm, Schnittschaden, Jungs. Ah, oh, Schnittschaden. Gerade wenn man richtig viele Gegner verbluten lassen kann. Wunderbar. Und der Einschlag, schade. Das Einschlag so ein bisschen. Ich meine, Einschlagschaden hat natürlich ein paar Vorteile. Ich meine, die ganze Leute ein bisschen rumnocken sozusagen. Eine von Kopfknallen und die ein bisschen so rumgesteckern und sagen, ich kann nicht kämpfen. Ich habe gerade einen Felsbrock an den Kopf geschmissen bekommen. Ich meine, finde ich lustig. Aber die anderen Sachen haben ja auch was umzubringen. So ein bisschen. Durchschlagschaden. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich mal so Waffen kriege, wo richtig gut Durchschlagschaden drauf ist, dass man richtig unter die Decke formen kann. Bam. Hier hat Schrotgewehr zum Beispiel. Ja. Schlittern, schießen, sterben. So muss es sein. Ah ja, wunderbar. Ne, aber freut euch. Freut euch schon mal auf Dinge, die da kommen noch werden. Und wenn ich meinen Arsch mal bei meinem Wegen kriege, gibt es auch diverse wieder neue Sachen, gerade zu Random Fridays, weil da müsste eigentlich schon diverses eigentlich wieder kommen. Aber da war ich irgendwie noch nicht wirklich rumgekommen. So, das ist halt immer so eine Sache. Man muss ja auch die Muße haben, so ein Spiel sich rein zu versetzen, gerade wenn es Rollenspiele sind oder so. Das dauert manchmal ein bisschen. Proceed to Dust of Area, nicht ganz. Yeah! Ausgezeichnet. Fehlt noch irgendwas? Du fehlst? Fehlst nicht mehr? Gut. Irgendwo an die Wand geklatscht werden. Nehmen wir ruhig das Ding. Ich wollte gerade das Ding mitnehmen eigentlich, aber okay, wenn du es nicht willst. So, da ist jetzt fertig und Nummer D steht dann hier da vorne direkt. Okay, ausgezeichnet. Haben wir alles perfekt fertig hier. Wow! Damn! Nein, machst du nicht. Ah, tschüss. Ah, wunderbar.
Das müsste ich mir auch nochmal unbedingt jemand bauen. Achso, eine Sache, die ich vielleicht unterschlagen hatte. Eine Sache, die ich tatsächlich unterschlagen hatte, vielleicht wieder jetzt durchgehalten haben, kriegen tatsächlich noch eine Info, die sie vielleicht so noch nicht mitgekriegt haben. Momentan sieht es so aus, dass ja Volt als auch Mac einen Rework kassieren. Und die kommen, so wie es aussieht, auch für beide gleichzeitig raus. Das heißt, bei Worten, in der Sekunde, wo wir sozusagen die Mac sozusagen mit dem Rework kriegen, kriegen wir auch Volt Rework. Ist das nicht toll? Ich finde das super. Das hat irgendein Entwickler mich zwischendurch mal verlauten lassen. Deswegen, ich finde das toll. Das habe ich nur irgendwie nicht so an die mega große, glaube ich, Glocke gehangen. Ich könnte mich vertan, aber ich meine, das habe ich irgendwie unterschlagen bis jetzt. Okay, wir brauchen irgendwie Energie. Wir brauchen irgendwie noch ein bisschen. Ne, wir brauchen nicht mehr Energie. Wir haben mal ein Ding abgegeben. Alles ist super, alles ist schön. Ausgezeichnet. Wobei wir können uns dieses Teil davon holen, damit wir noch mehr Energie. Nicht Energie, aber mehr von diesen Punkten kriegen. Vielleicht, wenn ich Glück habe, wenn ich da durchkomme. Geh mal aus dem Weg hier. Leute, geht aus dem Weg. Yay! Ich habe gerade verstanden, Destruction is available. Nein, nein, wir wollen nicht zerstört werden. Wir wollen nicht zerstört werden. Lass das sein. Lass uns lieber rausgehen. Flucht aus L.A. Wobei, Flucht von New York war, glaube ich, besser, oder? Ich meine schon. Nennen Sie mich Snake. Schön. So. Einmal hier oben drüber, einmal unten runter. Gegen Baum fliegen. Nicht ausgezeichnet, aber ab durch die Mitte. Yay! Und endlich sind wir raus. Huhu. Boah. Und dann. Ausgezeichnet. Da hat jetzt aber einer wirklich aufs. Wie geht das überhaupt alles hin? Irgendwo da hinten. Irgendwo da oben und runterfallen. No! Sehr schön. Wie, du machst das mir hier auf mich jetzt? Bin ich ja nochmal rausgekommen. Ausgezeichnet. Hat mal Punkte gegeben. Den Mörderschaden habe ich jetzt nicht unbedingt gemacht, aber mein Gott, da hat jemand anderes viel mehr Schaden gemacht. Wer war das überhaupt? Ich weiß nicht mehr. Ist auch nicht wirklich wichtig. 1000 Chaotic. Hat es aber gegeben. Das ist schon mal nicht verkehrt. Das wäre es jetzt aber auch schon gewesen. Ich gehe jetzt noch weiter und mache meine Sortie für heute fertig. Und ich sage mal, wie immer, danke fürs Vorbeischneiden und Zuhören. Und ja, wir sehen uns dann sehr wahrscheinlich bald wieder, weil ich habe da ja noch einige Sachen auch gerade in Warframe noch zu tun und zu zeigen. Allerdings braucht das ein bisschen Vorbereitung. Ein ganz klein bisschen Vorbereitung. Und ja, wie gesagt, freut euch einfach auf die Dinge, die dann noch kommen. Okay, bis die Tage. Und ciao.